Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, hallo liebe YouTuber, ich bin's wieder, euer Holger. Ich muss jetzt leider nochmal was neu machen. Ich hatte eine Anmoderation schon gemacht für mein nächstes Video. Das ist ein Aufbau, eine Regenauffangstation über meine Tomaten, damit, wenn es regnet, ich dann Wasser auffangen kann in der Regentonne. Das zeige ich euch im Bau so ein bisschen, ganz kleines bisschen, wird nur kurz, ganz kurzes Video, wie ich ein paar Dinge absäge, ein bisschen zusammenzimmere und so. Das ist nichts Besonderes. Ich konnte euch leider nicht alles filmen, weil das Filmmaterial teilweise nichts geworden ist. Aber ich werde das noch nachvertonen, das werdet ihr im Video auch merken. Und viel Spaß bei dem Video. So, ich messe jetzt gerade hier die Stände ab für die Regenwasserauffangstation. Ich habe die auf ungefähr ca. 1 Meter plus 10 cm zum Festschrauben. Ich habe 4 Stück gemacht, seht ihr zwar nicht alle im Video, aber glaubt es mir. Dann habe ich sie nachher gesägt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es im Video leider nicht sehen. Ja. So, ich schraube jetzt gerade hier den ersten Ständer an. So, hier bohre ich jetzt eben kurz die Löcher vor, damit das Holz nicht bricht. Ja, ein bisschen Bauchwerk.
So, hier säge ich jetzt gerade die Hohlkammerplatten zurecht. Das wird das Dach nachher, das Auffangdach. Ich habe leider den Ton ausschalten müssen, weil es einfach zu laut gewesen ist. So, das ist jetzt hier auch nur zu Testzwecken mit der Pumpe. Ich wollte einfach nur gucken, ob es funktioniert, ob das alles so klappt. Ich habe im Nachhinein noch so ein paar Kleinigkeiten verändert, die seht ihr im Video leider nicht. Ich habe vorne die Spitze noch mal ein bisschen angefeilt, dass das Wasser ein bisschen mehr gerade läuft und ja. Ansonsten hoffentlich habt ihr viel Spaß bei dem Video. Ich wünsche euch alles Gute, vergesst das Abonnieren nicht, vergesst das Liken nicht und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Alles klar, Tschüssikowski, euer Holger.